Hallihallo, hallöle, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Banjo-Kazooie Let's Play. Und wir sind eigentlich fertig mit Gobby's Valley. Wir gehen jetzt raus und dann holen wir noch das Puzzleteil von Grunty's Reich, was wir freigelegt haben durch den Hexenschalter. Und dann haben wir, wie viele Puzzleteile? 34 Puzzleteile haben wir jetzt, dann haben wir 35 Puzzleteile. Wow, also... Das ist viel, das ist gut. Ich bin schwer beeindruckt von uns, von mir, von allem. So, dann wollen wir mal weiter. Ach ja, ich weiß nicht, als ich an der Stelle hier den Namen vom DJ KR vertauscht habe, so die Buchstaben. Ah, Hilfe, scheiß Fliegenvieh. So, alles klar. Ich muss hier drauf. Schau mal, wo ist der... Ah, scheiß Vieh. Ja, gut. So, hier drauf und dann muss ich schauen. Okay, da ist der Sarg. Dann muss ich hier so hin und. Ja, Puzzleteil. Da. Und in Grunty's Reich haben wir jetzt schon 7 Puzzleteile. Dann wollen wir auch gleich weiter. Wir haben jetzt insgesamt 600 Noten. Also, das soll uns mal einer nachmachen, ne? Wow, 600 ganze Noten. Nicht schlecht, also... Ich bin schwer beeindruckt. Schwer beeindruckt. So, dann müssen wir jetzt hier hoch, denn hier waren wir sowieso noch nicht. Und wie viel brauchen wir? Oh, 450. Na, das ist ja gar nichts. Yeah, geil. Ich aktiviere noch schnell hier hinten so einen Topf, denn hier hinten ist noch ein magischer Topf. Jo. Hi. Yeah. Geil. Hallo. So, der ist grün, blau-grün mäßig, so dunkelblau mit einem dunkelgrünen Ton, so ganz komisch. Ist ja auch egal. So, dann öffnen wir jetzt die Tür. Njo. Da. Und weiter geht's. Wo sind wir nun? Hallo. Okay, da müssen wir rein. Yeah. Wie cool. Wie cool. Cool. Lol. Ah, ein Piranha. Ah. Piranha ist nicht gut. Ne, gar nicht gut. Piranha ist nicht gut. Nein, nicht gut. Alles klar, so. Wir sind jetzt in einem dunklen Unterwassergang. Naja, gut, dunkel ist er nicht, aber der leuchtet so rot und pink und ja, komisch. So, wir sind jetzt hier und da müssen wir hin. Da, wo der... Ja, gerade da, wo der Piranha ist, müssen wir hin. Pff, so ein Scheiß. Alles klar. So, ich werde einfach mal hier jetzt langköpfen, ne? So, alles klar. Alles klar. Yeah, was haben wir hier? Wir haben das nächste Level, geöffnet. Jetzt. Da. Und ihr seht, es ist ein Haus und so Zeug. Geister. Mad Monster Mansion. Yeah. Geil. Ich liebe dieses Level. Doch echt, das ist so toll. Also, gibt's hier noch irgendwas? Ja, hier ist noch ein Schädel. Cool. Und noch was? Nee, das war's. Okay, 23 Schädel. Geil. Okay, wo muss ich jetzt lang? Ach ja, da unten geht's wieder raus. Alles klar. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt hier raus. Okay, oh, das ist so cool. Mad Monster Mansion, das ist so ein tolles Level. Also, das ist, glaube ich, nach Freezy's Peak ist das, glaube ich, mein Lieblingslevel. Oh, das ist einfach nur toll. So, alles klar. Gibt's hier irgendwas zu erledigen hier? Oh, da ist ein Mumbo-Schädel. Oh, geil. Lol. Nicht schlecht. So, alles klar. 24. 24 von ganz vielen. Alles klar. Jetzt kann ich hier durch. Wuhu. Da. Na, Monster! Lol.
Ja gut, wir haben jetzt das Zeug freigelegt und... Lol. Alles klar, wir können jetzt in Mad Monster Mansion rein. Also machen wir uns auf den Weg zu Mad Monster Mansion. Da gibt's Geister und Mumien und böse Monster. Mad Monster, böse Monster. Yeah. Lol. Alles klar. So, wir sind nun auf dem Friedhof. Oder so ähnlich. Ihr seid wahre Retter? Ein dürrer Vogel und ein Bär, ein Fetter? So fett ist Benjo gar nicht. So, okay. Wir machen für spätere Ereignisse, ja, gute Wortwahl, schon mal diesen Zaun hier weg. Denn wir müssen bald dahin. So, alles klar. Dann würde ich sagen, gucke ich mal, ob hier hinter was ist. Bis auf das Ding. Ne, hier ist alles cool. Ja, Leute, ich würde sagen, im nächsten Video betreten wir Mad Monster Mansion. Lol. Alles klar, Leute. Bis dahin wünsche ich euch natürlich viel Spaß bei Anschauen meiner Videos. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.